So, liebe Leute, mit voller Gesundheit und 44 Stempeln im Gepäck geht es weiter. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Wir haben die Stempel gesucht, die wir im Laufe des Let's Plays bislang übersehen haben. Wir stehen ganz gut dabei. Also wir müssen jetzt nur noch einen finden, den wir jetzt noch finden können. Und dann gehen wir in den Schattenpalast und da finden wir die nächsten zwei. Insgesamt gibt es noch 6 Stempel zu holen. 50 gibt es insgesamt, 44 haben wir. 45 werden wir gleich haben, weil ich weiß nämlich auch, wo der letzte, den wir jetzt gerade in diesem Moment noch finden können, ohne in der Story weiterzumachen, wo wir den finden können. Und den werden wir uns jetzt natürlich holen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Allerdings müssen wir dafür nochmal in einen Dungeon rein, ja, weil ich nämlich beschränkt war. Kann man das so sagen? Eigentlich nicht. Ich war nicht beschränkt, ich habe nur nicht dran gedacht. Denn in dieser Truhe waren damals 20 Rubine. Also mit damals meine ich auf der GameCube-Fassung bzw. der Wii-Fassung, ja? Ja. Gut, im letzten Part waren wir ja zum Beispiel auch nochmal in einem Dungeon, nämlich in der Mine der Geron. Hat sie gerade geklopft? Wenn ja, interessiert mich nicht. Pech gehabt. Ladida. Wir waren in der Mine der Geron und da konnte man tatsächlich erst die Kiste holen, wenn man den Greifhaken hat. Das heißt, man konnte die Mine der Geron machen, kam aber nicht hin, wenn man in der Story den Verlauf normal weitermacht. Man musste tatsächlich erstmal den Seeschrein machen, damit man überhaupt in der Mine der Geron den Stempel finden kann. So, Ausrüstung. Ich bin jetzt gerade voll vom Touchpad, vom Steuerkreuz abgerutscht, deswegen hat das einmal so geklackt. So, Seeschrein. Man kann sich natürlich nicht einfach so in den Seeschrein reinwarpen, das wäre auch zu einfach. Wir müssen tatsächlich den Vordereingang nehmen und müssen, naja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Wir müssen halt den ganzen Weg bis dahin. Das ist auch der Grund, wieso ich das im letzten Part dann doch nicht gemacht habe. Ich hatte ja gesagt, im letzten Part, dass wir eventuell alle Stempel holen. Hätten wir aber nicht gepackt, ohne die 25-Minuten-Grenze deutlich zu sprengen. Oh, da steht was an der Wand. Schön. So, wieder mal ein kleines Flashback. Und dementsprechend habe ich gesagt, mache ich das in diesem Part und dann starten wir in diesem Part auch gleich in den Schattenpalast. Weil wir haben dann wirklich nichts mehr hier auf der Oberwelt zu suchen. Weil wir haben alle möglichen Herzteile, wir haben alle Geisterseelen, wir haben alle Goldinsekten und dann haben wir sogar alle Stempel, die wir bis dato haben können. Und das heißt, wir nähern uns den 100% in diesem Spiel schockierend schnell. Was für ein Wortwitz er daraus gemacht hat. So, du darfst auftauchen. So, hier gibt es Schleim. Wir hatten ja sogar echte Schleimgelee im letzten Part nochmal gefunden. Sehr schön, da konnte ich meinen Fehler vom vorletzten Part nochmal ausgleichen. Sehr gut, sehr gut. So. Nein! Oh, na ja, danke. Ich hab extra noch so gedacht, fall bloß nicht runter, sonst musst du einen langen Weg nehmen. Wenn du einen kurzen nimmst, dann ist es viel besser, wenn du nicht runterfällst. Hat ja super funktioniert. Geht das eigentlich? Na. Ha, bist du doof. So. Dem Viech schön ausgewichen. Jetzt können wir hier hoch. Ach ja, waren noch Zeiten hier, Seeschreinen und so, ne? So, Moment. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, weil theoretisch gesehen müsste die Truhe ja angezeigt werden. Oh nein. Fuck. Ich habe hier wirklich Truhen übersehen. Aber das sind nicht relevante Truhen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schätze mal, das sind Rubine gewesen. Da ist sie tatsächlich, in der Mitte. Und da sind nochmal 2 Truhen. Aber ich glaube tatsächlich, das sind die Rubintruhen. Beziehungsweise sind Bomben drin, weil wenn wir Bomben voll hatten zum Beispiel, dann kam ja immer die Meldung, passen nicht mehr in deine Bombentasche. Und dann, wobei, die kamen gar nicht. Aber bei den Rubinen war es so. Oder? Hatten sie das hier nicht geändert? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Egal. Auf jeden Fall müssen wir weit runter. Das freut mich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil hier sind nämlich genau die. Kann man mit einem Schwert töten, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Man kann es aber auch ignorieren, weil die ignorieren einen auch. So, wie konnte ich diese Truhe übersehen? Es ist und bleibt ein Rätsel. Julianisch K. Wunderbar. Also ich könnte jetzt natürlich auch fies sein und sagen, komm, wir holen uns einfach jetzt sämtliche Schatztruhen, die wir hier in diesem Dungeon vergessen haben. Aber nö, mache ich nicht. Weil, wie gesagt, das werden nur Rubine bzw. Bombenpfeile sein.
Braucht man nicht unbedingt. Oh oh. Schöner Schrei, Link. Schöner Schrei. Den Raum kennen wir ja noch. Das war die Kampfstätte gegen Octopesco. Alter, wie groß das einfach ist. Wo ist mitten eigentlich hin? Ach, da hinten. Oh, guck mal, da schwebt sie gerade. Hui. Bob, jetzt ist sie da. Sehr cool. Ey, dieser Raum ist echt gigantisch, ne? Ich glaube, es gibt keinen anderen Raum, der so groß ist. Ja gut, Octopesco war natürlich auch ein gigantischer Bossfight, ne? Also, von der Größe her war dieser Boss echt gigantisch. Vom Schwierigkeitsgrad her eher weniger. Na, wobei die erste Phase, die ist doch schon nicht so nett. So, Leute, jetzt geht's ab. Direkt in den nächsten Dungeon. Freut ihr euch? Ich mich nicht, weil in diesem Dungeon gibt's ein Spielelement, was mir überhaupt nicht gefallen hat. So, ich muss noch ganz kurz den Stempel abhaken. Ladida. So. Jetzt kommen auch die letzten. Sehr schön, dann kann ich ja theoretisch gesehen das Papier alles wegschmeißen. Es sei denn, irgendjemand von euch möchte die Liste haben. Wobei, die kann man sich auch ausdrucken, also das sollte jetzt nicht das Problem sein. So, erstmal Ausrüstung, wieder ganz normale Ausrüstung, ne? Weil mit der Wasserausrüstung nehmen wir, glaube ich, auch doppelten Schaden, wenn mich nicht alles täuscht. Also doppelt und Heldenmodus nochmal doppelt. Ich könnte jetzt natürlich auch nochmal den Ganondorf Amiibo, dann kriege ich nochmal doppelt. Wow, das wäre fies. Wir warpen uns in die Spiegelkammer in der Gerudo-Wüste, denn wir haben ja alle Schattenspiegelscherben. Das ist hochinteressant. Ja, und irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ja, nach dem Schattenpalast, also nach dem nächsten Dungeon, werden wir uns... Ich dachte gerade, die Aufnahme ist abgebrochen. Das wäre ärgerlich gewesen. Werden wir uns der Wolfslink-Drillhöhle widmen. So, zum Menschen werden... Cutscene! Weißt du, das Schattenreich wird von manchen auch Jenseits genannt, aber in Wahrheit ist es etwas ganz anderes. Es ist ein friedlicher Ort, so wie eure Welt, wenn das Abendrot am schönsten strahlt. Die Wesen in unserer Welt lebten in diesem Licht ruhig und friedlich, mit reinen Herzen. Bis diese finstere Magie in unser Leben trat und alles anders wurde. Es ist alles unser Fehler. Wir überschätzten die Macht unserer Weisheit. Wir versuchten, die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unseren Leichtsinn. Und seid mild in eurem Urteil, Prinzessin der Schatten. Was? Ihr wusstet es also. Und sprecht mich nicht so an. Als Herrscherin dieses Volkes habe ich einfach die Flucht ergriffen. Ich verdiene diesen Titel nicht.
ganz böses Grinsen. In meiner Welt glaubt man, dass der Held in Gestalt eines heiligen Tieres erscheinen wird. Deshalb dachte ich mir, als ich dich das erste Mal sah, ich wollte dich einfach nur benutzen. Aha, du Benutzerin. Ich wollte einfach nur meine eigene Welt gerettet sehen. Und es war mir egal, was aus der Welt des Lichts werden würde. Aber dann traf ich Zelda und dich und ihr wart beide bereit, alles zu geben, um eure Welt und die Menschen zu retten. Jetzt möchte ich auch dabei helfen, eure Welt zu retten. Wir müssen Zanto besiegen, dann wird auch der Fluch gelöst, der auf mir liegt. Und wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben. Lass uns gehen, Lukas. Für Zelda und für die Völker unserer beiden Welten. Okay. Okay, es geht los. Ich finde das übrigens sehr schön, was für eine Wandlung mitten in dem Spiel durchmacht. Und ich finde das auch gerade sehr schön, dass Link genau die Stufen benutzt. So, sind wir bereit für das Schattenreich? Eigentlich ja nicht, aber was soll's. Das Schattenreich. In HD. Als ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich schon als erstes, oh scheiße, da vorne stehen Gegner. Ja. Na, wir werden ja gleich sehen, was ich meine. Also, naja, Lukas, darf ich dich nochmal in Anspruch nehmen? Wie das klingt. Aus welchem Grund auch immer. Einmal bin ich schon aus dem Schattenreich geflohen. Ich habe mein Volk im Stich gelassen, obwohl es mich als sein Oberhaupt respektiert. Ja, verehrt hat. Diejenigen, die jetzt noch hier sind, warten und hoffen darauf, dass Hilfe kommt, um sie von ihrem Los zu befreien. Wenn sie dann erfahren, dass der Retter eine hässliche Kreatur wie ich sein soll, da werden sie doch enttäuscht sein, oder? Deshalb bitte ich dich, auch wenn es ein großes Opfer für dich sein mag, darf ich noch ein ganz klein wenig dein Schatten sein? Von mir aus, verzeih mir. Willkommen im Schattenreich, der Schattenpalast. Oh Mann, dieser Dungeon, ne? Böse Erinnerung. Lukas, warte, das sind keine Gegner. Nur ihre Gestalt ist verändert. Das sind Bewohner dieser Welt, Mitglieder meines Volkes. Zanto, was hat er uns nur angetan? Die tun uns nichts. Die sehen nur komisch aus. Aber wie Midna schon sagte, das sind einfach... Schwebt der in der Luft? Der schwebt in der Luft. Okay. Scary. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, man soll einfach da in den Hauptpalast gehen. Das wäre auch einfach gemacht, theoretisch. Dem ist aber nicht so. Kann man die so einfach? Nee. Zwei. Wir könnten hier natürlich... Aua. Durch. Oder auch nicht. Aber ihr habt gesehen, dahinter geht's weiter. Das ist was Interessantes. Eigentlich wollte ich noch was anderes Interessantes zeigen, aber naja. Gut, da kommen wir nicht rüber. Wir können versuchen zu springen, aber wir werden dabei sterben. Und was sind das denn hier für komische Sachen? Werden wir sehen. Wird auf jeden Fall interessant. Vielleicht kriegen wir das erste sogar noch in diesem Part. Wobei ich ehrlich gesagt nicht davon ausgehe. Aber ich kann euch sagen, in diesem... Dungeon gibt es ein Gameplay-Element, was mich richtig derbe angekotzt hat. Und was ich auch bis heute nicht leiden mag. Es ist nämlich so hektisch. So. Allerdings werden wir noch sehen, was das ist. Und wir haben hier auch mehrere Zwischenbosse. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Also es ist nicht damit getan, dass wir... Aua! Dass wir hier einmal durchgehen. Wir haben tatsächlich mehrere Bosse.
Das ist nicht lustig. Also wir haben zwei Zwischenbosse, einen Hauptboss. Die kann ich nur mit dem Schwert töten. Das sind, ich nenne es immer Zanto-Köpfe. Was sind Zanto-Köpfe? So. So. Die sind aber relativ einfach besiegt. Das Problem ist, die machen auch ordentlich Schaden. So, was bekommen wir? Eine Truhe. Ja, aber ich weiß gerade nicht was. Mal gucken. Ein Schüssel. Yay. So. Okay. Das sind die Dinger wie ein Kumula. Die kennen wir ja, ne? Ja. Oh Mann, der Schattenpalast. Ich mag diesen Dungeon einfach nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag ihn nicht. Der spielt übrigens genauso wie die Wüstenburg sehr stark mit dem Wechsel zwischen Mensch und Wolf. Dementsprechend ist das hier tatsächlich auch eigentlich ziemlich schlau, mit dem Gamepad zu spielen, weil man halt hier zum Teil auch echt schnell reagieren muss. Und was ich damit meine, seht ihr jetzt. Ich habe nichts gemacht. Lukas, pass gut auf. Der schwarze Nebel kommt von den Schattenkristallen, die Zanto mit seinen magischen Kräften geschaffen hat. Sie saugen das Licht ein. Er ist der Schurke, der den Lichtgeistern ihre Strahlen geraubt und deine Welt mit Schatten überzogen hat, Lukas. Aber mit unserem kleinen Spielzeug kann ich dich jederzeit vom Wolf zum Menschen und zurück verwandeln. Also alles klar. Ja. Bis auf die Tatsache, dass sie echt nervtötend ist. Aber mit dem Gespür kann man durch diesen Nebel perfekt durchgucken. Das ist echt gut. Ach, als Wolf ist man so schwach. Oder es sind zwei unterschiedliche. Kann auch sein. Es kann auch vorkommen, dass mehrere von diesen Köpfen auf uns zukommen. Jetzt haben wir einen weg. Achso, okay, war nur einer. Normalerweise tauchen nämlich Truhen immer auf, wenn man die besiegt. Oh! Gleich zwei Truhen. Interessant. So. Visier einfach das an, was du nicht erreichen kannst. Das ist echt zum Kotzen manchmal. Der Kompass. Was? Wir haben die Karte noch nicht mal. Oder haben wir die Karte? Nee, wollte schon sagen. Auf jeden Fall sind hier zwei Truhen. Im nächsten Raum ist auch eine Truhe. Da ist ein Herzteil drin, das weiß ich. Okay. Wird interessant. Wird interessant. Wir können uns da theoretisch hochangeln. Kommen wir da überhaupt hin von hier aus? Ich glaube nämlich, das ist zu weit. Das ist zu weit. Hallo? Abbrechen. So, als Wolf nochmal. Das ist halt das Nervtötende, ne? Aber hier ist schon wieder die Musik nach Gegnern. Das gefällt mir nicht. Vor allem gefällt mir nicht, wie viel Schaden wir schon wieder genommen haben. Okay. Okay. Mal gucken, was wir hier bekommen. Wahrscheinlich wieder einen Schlüssel. Das sage ich doch. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns da hochhangeln. Und ich versuche einfach mal auf der anderen Seite irgendwie da hochzukommen. Das wäre nämlich schon praktisch, weil dann das alles hier in einem Durchgang zu machen, das wäre schon nice. Weil wenn wir hier wieder rausgehen, werden wir ein bisschen gehetzt. Und ich mag echt keine Hetze. Ich kann das echt auf den Tod nicht ab. Das ist auch der Grund, wieso mir dieser Dungeon hier so missfällt. An sich gefällt er mir richtig, richtig gut. Also der zweite Teil zumindest. Aber, also ihr müsst wissen, der zweite Teil, der Dungeon ist in mehrere Teile aufgebaut. Ach, guck mal. Mit einer wütend. Kann ich hier schon abhaken auf meiner Liste. Mit einer wütend. Sehr schön. Kann ich abhaken. Moment. Okay. Sehr schön. So schnell kann es gehen. Was wollte ich sagen? Dieser Dungeon ist in mehrere Bereiche aufgeteilt, ja? Das hier ist Bereich 1, wenn man so will. Gehört noch zur ersten Hälfte. Dann gibt es auch Bereich 2, das ist der, den wir noch nicht erreichen konnten, wo nämlich die Schlucht dazwischen lag. Gehört auch noch zur ersten Hälfte.
Und dann kommt die zweite Hälfte und der besteht aus nur aus Teil 3. Abteil 3, wenn man so will. Das ist der eigentliche Palast. Das heißt, wir machen hier eigentlich nur die Vorarbeit, wenn man so möchte. Ja, und der zweite Teil, der gefällt mir. Aber der erste Teil gefällt mir null. Also, das ist... Mm-mm. Also, die zweite Hälfte vom Dungeon gefällt mir. Die erste Hälfte vom Dungeon mit den ersten zwei Abteilen gefällt mir nicht. So, jetzt sind wir hier auch schon beim ersten Zwischenboss. Wir sind gerade bei 20 Minuten. Aber, ich gehe nur bis hierhin. Wir sind bei 20 Minuten, das heißt, der Part endet hier. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Mal sehen, wie ich hier durchkomme durch den Schattenpalast, weil der ist echt nicht wirklich easy. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar. Und ich sage Tschüss und bis dann, irgendwann, euer Renchi. Bye!